Hallo und willkommen zurück zu Portal, dem brandneuen Spaß mit Spielsatz Fail. Unterstützt von Sora MMK. Hallo Marcel. Hallo, das Spiel wird niemals langweilig. Jedenfalls nicht, wenn man die Radio-Challenge macht. Und da sind wir fleißig wieder mit dabei. Wie viel hatten wir inzwischen? 16? 16, glaube ich, ne? Von 26? 18. 18 schon, naja, auf jeden Fall. Das ist das 19. Radio, das weiß ich aus dem Kopf. Wow. Ja, du sagst es schon, das 19. Radio. Der Zuschauer hört es nämlich leise im Hintergrund. Von rechts kommt's. Ich gehe mal rein und ich zeig's nochmal. Habe ich am Ende. Ich dreh gleich mal lauter. Habe ich am Ende. Der Zuschauer, ich schau zu. Du kannst später immer noch zuschauen. Also auf YouTube dann zuschauen. Also soll ich jetzt gehen? Nein, ich brauch dich. Ich brauch den Experten, bitte. Bitte, bitte. Also ich muss die Plattform hier hochfahren und. Witzigerweise hat man da ein Radio runtergequetscht. Also bevor ich hier den Raum verlasse, werde ich da nochmal vorbeischauen. Hier sind auch wieder die Zahlen dran, oder also diese Punkte. 1, 2, 3. So. Und jetzt wollte ich mal sehen, was war denn das? Moment mal. Wie war denn das? Das muss da rein auf jeden Fall. Genau. Also ich muss nämlich mit dem Würfel, der sich jetzt Companion Cube oder im Deutschen gewichteter Begleiterkubus oder so nennt. Also Begleiterkubus, ne? Nennt. Mhm. Mit dem muss ich jetzt die Kugel da in den Empfänger reinleiten. Aber mir ist gerade nicht klar, was dann da passiert, weil da muss ja eigentlich auch was rein. Kann mich gerade nicht. Wir gucken es uns an. Kann mich gerade nicht so ganz entsinnen. So, und da wird es schon schwer genug und tödlich. Oh. Wie hast du das überlebt? Ja, ich weiß ja auch nicht. Deshalb hasse ich's. Deshalb hasse ich die Dinger echt. Deswegen kommen sie auch nur ein einziges Mal. Mann! Komm, jetzt geh da rein. Jawoll. So, puh. Ach so, das ist. Würde man Pong spielen. Tödliches Pong. Ach, das ist der Lift. Okay, das habe ich hier irgendwie verkannt. Also die orangene Linie geht zum Lift. Okay. Erster Lift ist da. Zweiter Lift wird vielleicht dieser da sein. Das heißt wiederum, na, das war auch nicht so schwer. Dann gehe ich nochmal da hoch. Ohne dass mich jetzt hoffentlich hier. Wo war denn das? Nee, hier ist das nicht. So, da kommt die Energiekugel raus. Dann prallt sie da von der Decke ab und trifft da drin. Und jetzt muss ich sie nur noch da holen. Das war knapp. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Okay, man hat es jetzt leider nicht gesehen, aber ihr. Nein! Oh Gott. Das bilde ich mir ein, das kann nicht sein. Töte mich! Oh mein Gott. So. Achso, die. Ich will sterben. Ein suizidaler Begleiterkubus. Nein. Wo ist eigentlich Marcel hin? Ist der auch noch da? Ja, ja, ich bin hier. Okay. So. So, ich glaube. Hier, genau, hier kommt die Kugel nicht mehr. Jetzt fliegt nur noch die da unten rum, denn die hat ja ihr Ziel getroffen. Und dann wird sie nicht mehr neu ausgesendet. Das heißt, das mache ich dann zum Schluss. Jetzt bereite ich erstmal vor. Beziehungsweise ich mache lieber blau dahin. Ja, mach du mal blau. Ich mach blau. Sie muss im Endeffekt da rauskommen. Warte mal, wofür kann ich den Würfel noch nutzen? Der musste, glaube ich, da hoch. Ich muss hier zwei Türen aufmachen. Damit zum Schluss, konnte man das hier sehen? Ja. Hier getroffen wird. Also das ist der dritte Lift jetzt. Behaupte ich mal. Müsste so gewesen sein. Du könntest auch mit dem Würfel einfach die Kugel umlenken und da durchboxen. Ja, das wollen wir sehen. Ach, wollen wir das? Sehr gut, dann zeig mal. So, ich habe den erstmal hier rauf verfrachtet. Zweite Tür ist offen. Es wird ja schon mit dem Knopf hier fies genug, denn ich muss hier am Rand stehen oder geduckt oder wie auch immer und dann fliegt diese blöde Kugel an mir vorbei. Da habe ich ja jetzt schon mal richtig Lust drauf. Uns freut uns immer, wenn du Lust auf das Spiel hast. Nee, aber ohne Mist, du hast mich in einer Folge gefragt, und wie gefällt's so? Und mir gefällt's echt. Also erstmal, Portal nach längerer Zeit wieder zu spielen, gefällt mir. Und mit der Challenge hier, mit den Radios, das macht auch Spaß. Das ist echt was. So, auch scheiße, jetzt habe ich blau da unten gelassen.
Oh nein! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Okay, die geht jetzt aber bald... Das war komisch. Okay. Die ist perfekt an der Kante gelandet. Ja, irgendwie ganz komisch. Naja. Okay, sie wird zumindest nicht hier hinkommen, solange ich hier kein Portal schieße. Ich stelle mich jetzt hier vorsichtig ans Ende. Oh. Und schieße da blau und dann fliegt sie hoffentlich... Oh, ich höre sie. Hilfe. Jetzt knallt sie mir gleich von hinten in den Nacken und ist die ganze Zeit mit mir mitgeflogen. Das wäre ja was. So, da kommt es jetzt von vorne und ich kann... Muss man ja als Fakt mal dazu sagen, dass es so nicht geplant war. Ne? Eigentlich hättest du auf die Druckplatte draufstellen müssen, nachdem sie an dir vorbeigeflogen ist. Ach ja, stimmt. Was auch sehr kritisch ist, wenn man nicht schnell genug ist. Kommt sie dir entgegen. genau, dann kommt sie mir wieder entgegen. Das muss ja auch nicht sein. So, jetzt haben wir die dritte Plattform hochgehoben und haben das Radio. Radio. Das Ding runter und quetscht dich ein. Der nächste, der vorbeikommt, sieht ein Radio und dich. Einer ist beim Radiohören gestorben. So. Sag mal. Hier war ich letzte Folge drin, ne? Ja, hier war ich drin. Aber. könnte ja sein. Ja, der Trick ist jetzt alt. Den wollen sie nicht nochmal verwursten. Verwurst. Tasty. Lecker Kuchen. Ich will Kuchen. Wann kriege ich meinen Kuchen? Noch wurde ihr mir ja gar nicht so sehr versprochen, ne? Huch. Soll ich dir einen backen? Geht gar nicht durch. Ja, das Rezept kann man diverse Male sehen. In Portal 2 kann man es irgendwo sehen. Oder im Abspannen oder so eine Sache, ne? Ich back dir einen und schicken dir per Post. Wie wär's? Ja. So, also hier ist nichts. Und ich muss mal sagen, diese Bereiche, wo es dann anfängt zu rauschen, die sind echt fair gesetzt. Also, die sind eigentlich groß genug, da kann man sich nicht beschweren. Hier drin wäre cool. Also hier so dazwischen. Oh, nee. Nein, stattdessen muss ich diese Musik noch länger ertragen. Irgendwann ist das Rauschen der etwas eine Kugel und du musst der Kugel hinterher rennen. Hä, was? Nein, war ein Scherz. Aber das ist ein gutes Stichwort, weil... Vermutlich muss ich doch da wieder hoch. Also bisher ist ja hier nichts. Muss ich einen Weg zurückgehen? Ich laufe jetzt auch mal komplett durch. Jetzt ist es ja ungefährlich. Ah, hier war was. Könnte da unten sein. Ich glaube nicht, dass es hier noch passiert. Es sieht hier gesünder aus, als ich es mir vorgestellt hätte. Schon wieder, und ich kann es aber nicht orten hier. Moment. Nee. Hier oben ist es weg tatsächlich. Also wirklich eher hier unten. Ziemlich fair gesetzt. Was ist denn da unten? War ich da schon? Nee, das ist ja das Ende. Ist mir ja jetzt irgendwie erst aufgefallen, dass ich hier schon die finale Area sehen kann. Aber leider... Verdammt! War da ein Texturfehler? Fehlt dir was? Die Treppen, die sind schwarz. Ja, stimmt. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier runterfalle? Tja. Kann ich den Würfel auch nicht neu holen, ne? Lieber nicht. So. Also Moment nochmal. Das war hier. Okay, dann ist es... Dann ist es hier noch unter mir. Ja, ich gehe mal davon aus, es ist der Zielbereich. Ja, wie gesagt, es ist wirklich nach unten hin. Nee, also da wäre hier was passiert, denke ich mal. Dann muss ich jetzt nicht nur einen Begleiterkubus mitnehmen, sondern... Ja, hier rauscht es auch wieder. Sondern auch das Radio. Schön. Das Begleiterradio. Das macht mich ja gar nicht wahnsinnig. Wie war das mit dem Radio im Würfel? Aha, so. 19 war das jetzt.
So. Ich höre es jetzt noch piepen. Da hatte ich den gelassen. Achso, ich sollte mal ein bisschen Bunny Hopping machen. Aber dann sind die Videos so schnell vorbei. Tja, bei mir sind die vor allen Dingen so schnell vorbei. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Tür auf. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Wie war das denn jetzt hier? Ach so, genau, das... Das geht erst auf, wenn der Begleiter-Kubus gestorben ist. Schau mal an die Decke. Siehst du diese Reflexion? Du meinst das hier, ja. Immer von dem, oder? Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker, das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen haben. Nicht? Das ist die gelbe Linie da unten. Die ist oben blau. Ja. Das ist die inaktive Linie oben. Jetzt. Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Wäre noch absurder, wenn es jetzt orange wäre. Das Radio ist kurz mal still. Ne, jetzt macht's weiter. Jetzt geht das Modem wieder los. Okay, also. Man hat hier keine Wahl. Man muss den Begleiter-Kubus opfern. Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter-Kubus eingeäschert wurde. Man könnte hier noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde sich die Sprüche anhören. Weißt du, wann die irgendwann mal von vorne anfangen? Weil ich glaube, das sind eine Menge hier. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, sie mir alle anzuhören. Habe ich mal gehört, dass man sich das wirklich eine Weile anhören kann. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. So, ich kann ja nebenbei bemerkt auch... Kann ich ihn in Verbindung schaffen? Nee. Okay, dann muss ich es ablaufen. Aber egal, wie lange man vorher gewartet hat, hinterher kriegt man immer den gleichen Spruch, glaube ich. Ah. Der Begleiter Kubus kann den weiteren Test nicht. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Genau dieser Spruch, dass man doch der schnellste und herzloseste war. Ja. Ich fand, du hast ein großes Herz und hast ihm seinen Wunsch erfüllt. Ja, er sprach zu mir. Ich erinnere mich. Ich sag mal so, bisher ist das mit den Radios noch machbar. Das eine oder andere war mal versteckt und in Folge 1 habe ich echt noch gar nichts gepeilt, aber jetzt geht's doch eigentlich aktuell. Also, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Bin stolz auf dich. Dankeschön. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Das verstehe ich nicht. Was hat denn das zu bedeuten? Da müssen die sich vertippt haben bei dem Text. Da hat GLaDOS irgendwie was Falsches vorgelesen. Aber wir sind schon bei 18 von 19 tatsächlich. Und alle Gefahren oder Möglichkeiten hier vorhanden an Mechaniken. Nur der Kuchen immer noch nicht. Der wäre dann hier. Der große gefährliche Kuchen. Ja, kann man leider so sagen. Muss man so sagen. Also es sieht wirklich aus wie geschmolzene bunte Knete hier. Die gefällt mir im zweiten Teil wesentlich besser. Aber der ist ja auch ein bisschen später entstanden. Also das sieht etwas... Ist schon interessant, irgendwie sowas Buntes, aber es sieht nicht ganz realistisch aus. Ich wüsste nicht, es was es ist. Es sieht so aus, als würdest du es nicht berühren wollen. Wahrscheinlich soll es Öl sein, dass es so schimmert, aber es sieht wirklich eher aus wie, ja, bunte Knete halt. Okay. Ach, guck mal, da an der Decke kann man ja überall... Nur hier kann man nicht so viel. Hallo? Ach so, hier. Wow.
Moment mal. Oh, da höre ich's. Fun Fact mit das, da hörst du es. Ja. Hier liegt auch beim ersten Playthrough ein Radio. Ach so. Das ist das zweite, ich glaube, letzte Radio, was du im ersten Spieldurchlauf finden kannst. Das zweite und letzte sozusagen vom Originaldurchlauf, ja? Ne, ich glaube. Mhm. Ansonsten habe ich diesen Raum hier immer nur als äußerst sinnlos empfunden, denn man kommt hier, glaube ich, nirgendwo weiter, ne? Man denkt immer, hier geht's so ein bisschen hoch, da kommt eine Tür und sowas. Aber da war nichts. Da ist ja noch nicht mal eine Klinke dran. Ich fand ihn aber trotzdem interessant, weil du hast halt mehr außerhalb der Testserie gesehen. Erste Andeutung, sag ich mal so, ne? Mhm. Okay, dann komm mal her, du. Das wird jetzt lustig. Ja, allein schon, wenn es mir jetzt hier runterfallen würde. Zum Beispiel. Niemand würde auf die Idee kommen, dass es gerade da runter muss. Mach nicht so eine komische Andeutung. Tun sie wirklich nicht. Einmal runterwerfen und gucken, was passiert. Und ich sag gerade noch, alles ist ja im Bereich des Möglichen bisher mit dem Radio. Jetzt kommt wahrscheinlich was Fieses. So, allein schon, weil hier überall der Tod lauert. War für mich schon schwer genug. Okay, Ich glaube, das mitunter fieseste Radio ist, glaube ich, ein Testkammer 19. Ich hasse allein schon jetzt diese Geschichte, dass man da so rüberspringen muss. So, hier unten war doch auch schon... Das ist wieder das, was ich als schon... Wo es anfängt bei mir, dass ich das als unelegant bezeichne. Und dann kann ich da auch noch, wenn ich es zu weit hinten schieße... Ja, runterfallen. So, und wehe. Wehe, die lässt das fallen. Oh. Ja. Sie hat es zwar fallen gelassen, aber zum Ende festgehalten. Ja. Das Radio hat überlebt. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das war dein erster Tod. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und klär das ein. Es Kuchen. Okay. Ach Mann, ey. Auch interessant damals, als ich mit einem Freund das gespielt hatte. Kam uns die Frage auf, also wir wussten ja, dass die Stimme Gladys heißt. Ja. Aber woher weiß man, dass die Gladys heißt? Wir mussten tatsächlich einige Zeit drüber nachdenken, bis wir die Lösung gefunden haben. Sie stellt sich ja nie vor. Weil es in den Untertiteln steht. Tut es das? Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, aber ich wäre irgendwie davon... Nee, ich meine, das tut's nur im zweiten Teil. Im ersten Teil steht da, glaube ich, nichts drauf. Muss ich gleich nochmal gucken. Moment, vielleicht finden wir es noch in diesem Let's Play raus, warum. Ja. Also woher man es weiß. Ja. Also bisher konnte man es nicht wissen, oder wie? Also wenn es jetzt in den Untertitel dran steht, dann okay. Aber sagen wir mal, wir würden ohne Untertitel spielen. Ja. Ich stelle gerade fest, dass es hier schon rauscht. Möchte nur mal nebenbei bemerken. Ah, okay. Sozusagen. Es gibt halt tatsächlich noch einen ziemlich offensichtlichen Beweis dafür, dass das Ding Gladys heißt, aber okay. Ja, so quasi dieses, man sieht den Wald vor lauter Stimme. Nein! Oh. Still alive. Boah, ja, der passt jetzt gut. Oh. Vor allen Dingen, man kann es ja gar nicht tief genug setzen, so wenig wie die springt in Teil 1. Ich sag ja, das wird hier lustig. Oh. Man weiß auch nie, wann es losgelassen ist, aber nicht, weil das so komisch nachzieht. Ja, also vor allen Dingen, ich drehe mich jetzt noch dreimal in der Luft. Alles doch Mist, hier rauscht es doch schon. Wo soll es sein? Verdammt. Wenn das jetzt hier irgendwo über mir ist, deshalb habe ich gerade versucht, aus der Decke rauszukommen. Das hat nicht so gut geklappt. Ansonsten könnte ich es einfach einmal durchwerfen, aber dann landet es doch wieder sonst wo. Na gut, wenn du es also fängst. Ja, aber dann fällt es nicht gerade und... So, ich habe ein bisschen Sorge. Man kann die so schlecht sehen. Jetzt hier ist natürlich nichts mehr. Oh doch! Hier rauscht es auch. Na scheiße, ey. Das ist ein Riesenbereich. Wo es hier rauscht. Oh Mann. Wenn ich ein Wandportal hätte, dann würde ich es irgendwie einmal da oben durchhalten oder so.
Hm. Hey, Wandportal. Ja, stimmt. Was sage ich noch? Ich muss ja eigentlich nur da runterspringen. Okay. Tja. Dann mache ich, weiß ich nicht, da eins. Ah, dann ist wieder der Nachteil, dass man das durchs Portal durch nicht beurteilen kann, wie sich der Sound verändert. Also ob es jetzt ja, hier zum Beispiel auch rauscht. Pass auf, dass es sich fallen lässt. Ja. So, auf jeden Fall rauscht es hier unten nicht mehr. Da oben ist ja auch noch so eine Ecke. Wie kam man denn da hin? Was war denn das überhaupt? Oh! Ach, da war ein Knopf. Ach, da musste ich hinschwingen. Ja, es ist die Richtung, definitiv. Also hier ist schon nichts mehr. In die Richtung geht's los. Also entweder hier oben oder... da oben? Das hat mich echt jetzt ziemlich verunsichert, dass du gesagt hast, jetzt wird's interessant. Ich hab gedacht, es wird lustig. Ja, lustig. Und ich meine, wenn man bedenkt, wie oft dir das Ding aus der Hand fällt und die Kamera anguckt, dann... ja. Kann das schon lustig werden. Hier rauscht es auch sehr gerade, muss ich sagen. Hier rauscht es eigentlich komplett. Oh Mann. Und hier muss ich tatsächlich mal sagen, dass da, wo der Guide sagt, wo es wäre, eine ganz andere Stelle ist als da, wo ich es gemacht habe. Also es scheint hier wohl etwas großflächiger zu sein. Interessant. Nein! Fang das Radio, haltet es! Geile Aktion, oder? Also es muss hier irgendwo dazwischen... Ha, ha, was ist denn jetzt los? Da schießt jemand. Hä? Hä? Wo kam das denn jetzt her? Ich hab da Bräuche gelesen, ich suche. Was ist das denn? Das ist der nächste Raum. Ach, da hinten, wenn ich aufmache. Oh. Okay, sag nicht, dieses Radio muss da rauf. Ey, dann werde ich wahnsinnig. Dann sage ich das nicht. Okay, ich mach's. Schnell speichern ging hier auch, warte. Pussy. Warte mal, F6 war doch schnell speichern. Es speichert nichts. Da steht doch dran gespeichert. Wo denn? Auf dem Radio. Achso, da unten. Ich hab oben rechts und links und überhaupt geguckt. Okay. Scheiße. Oh, come on, ey. Das ist so eine tolle Idee. Scheiße. Sehen wir es positiv. Du musst deinen Selbstwert nicht einsetzen. Was allerdings die Sache beschleunigen würde. Jetzt muss ich nämlich wieder da hoch. Da irgendwo? Da oben. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ah! Ist ja hier noch auf dem Boden. Oh Gott. Oh, scheiße. Ja! Ja! Das ist sogar nochmal eine andere Stelle als die, die im Guide angezeigt wird. Das haben wir drei verschiedene Stellen, wo das Ding aktiviert wurde. Ach so, okay. Wie hättest du es denn gemacht? Geh nochmal da, wo die 3 ist, hin. Ja, das geht jetzt nicht so schnell. Muss ich erstmal. So. So, stopp. Ja. Jetzt guck mal hoch. Jetzt guck mal, das, dieser Wand, die da rausguckt. Hm? Genau die, da ganz oben. Genau ja. Da habe ich, genau da, wo du hinguckst, da habe ich's gemacht. Da hast du es nur rausgehalten und dann hat es schon funktioniert, ich, oder ich, was? Ich bin oder? Rausgesprungen. Und bist hier unten wieder angekommen, oder was? Genau. Oder hier, oder, ja. Wenn man bedenkt, wo du das gemacht hast, ist es ja ziemlich weit entfernt. Ja, es ist die Frage, was das so für ein Radius hat, ne? Also ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, weil ich gesehen habe und es war ja auch ausführbar, ja. Dass man da stehen kann. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Oh Gott. Ich hätte sogar... Oh Gott. Ich krieg einen Herzinfarkt. Lob von Sora. Oh, oh mein Gott. Was ist passiert? Sogar, irgendwas in mir würde jetzt sogar sich wünschen, dass das wirklich nur da oben möglich wäre, weil das ist echt eine coole Stelle. Ja. Fand ich schon ganz passend. Die ich sogar bis gerade noch nicht mal kannte, dass man da oben stehen kann. Also... Ach. Jetzt kommt dieser große Turret-Raum. Na, den kann ich ja nicht so leiden. Aber gut. Also, da kann ich mich erinnern, der hat, glaube ich, beim ersten Mal ziemlich lange gedauert. Und ich überlege jetzt auch gerade... Ach nee, die waren das, die auf mich geschossen haben. Ich war schon hier, oder? Ja. Es hat nichts mit dem... Ich dachte da, wo es weitergeht, sind Turrets. Nee, so ein Quatsch. Es waren schon die. So, da will man irgendwie gar nicht rein, wenn die gleich losballern.
Habe ich eine Alternative? Ja, habe ich. Ich gucke mir gerade schon die nächsten Radios an, wo die sind. Ja, gerne. Und ich find's gerade interessant, es wird halt hier ein Screenshot gezeigt, da steht so dran, ja, da und da kriegt man es und man sieht's auf dem Screenshot nicht mal. Toll. Ich hör's. Ha, ich hör's. Ich bin hier in der Ecke und ich hör's. Moment. Ach, es ist doch wieder... Nee, hier ist es nicht. Naja, es könnte ein bisschen weiter weg sein. Also es ist noch einigermaßen leise. Okay. Hier höre ich es nicht mehr. Interessant. Aber hier höre ich es auch nur sehr leise hier in der Ecke. Okay, ich hau erstmal die Turrets weg. Und zwar vielleicht einmal so. Nee, einmal so. Oh Gott. Portal. Portal war kurz davor, sich aufzuhängen. Das war gerade ein bisschen komisch. Okay. Warte. Welchen machen wir jetzt? Jetzt machen wir den. Nee, es hatte irgendwie so ein Ladeproblem. So ein so ein Stottern. Kennst du vielleicht? Ja, Mist, ja. Den habe ich nicht getroffen. Hoffentlich treffe ich den da oben. Ja. Moin. Hoffentlich trifft der mich nicht. Alles Gute kommt von oben. Hm? Alles Gute kommt von oben. Auch Energie. Ja. So, ja, ja, ja. So, okay, jetzt die Portale weg, damit das hier nur noch hin und her fliegt. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen orten. Jetzt höre ich tatsächlich sowas von gar kein Radio. Komisch war. Warum habe ich das in der Ecke? Ah, das ist, als wenn es hier durch die Wand durch irgendwo. Oder ist hier was? Es wäre so lustig, wenn es einfach hinter diesem Teil steht. Ja. Jetzt höre ich es auch nicht mehr. Habe ich mir wieder eingebildet. Drück erstmal hier. Was hat denn der gemacht? Oh. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Ach, das war. Okay. Das war das Ding. Ja, da musste die Kugel rein, aber es ist nur ganz kurz offen. Warte mal, was machte das? Das machte... Das lässt die Plattform fahren. Und wenn jetzt nicht gerade wieder... Kann ja leider nicht ranzoomen, aber wenn das Radio nicht irgendwo auf der Plattform hier steht oder so, oder hier drunter ist, dann... Ja gut, hörst ja auch keins, ne? Ja, ja, dann sollte da eigentlich noch nichts passieren. Also, jetzt muss ich schnell sein, würde ich sagen. Jetzt... Hol ich die Kugel. Jetzt höre ich es wieder. Moment. Hier höre ich es. Das ist interessant. Oben drauf würde ich doch auch sehen, oder? Würde ich auch vor allen Dingen, wie würde ich da hinkommen? Nee, ich würde es nicht sehen. Das ist ja kein Glas da oben. Dann möchte ich mal wissen, ob ich... Das ist jetzt zwar auf die Entfernung, aber dann bin ich wenigstens... Ja, es ist oben drauf. Okay. Hier konnte man Schwung holen, das weiß ich noch. Ich fand es gerade sehr interessant, dass die eine Energiekugel halt direkt oben drauf ist. Und ich dachte mir so, wenn die jetzt das Radio darunter dir direkt in die Arme schießt, ne? Wäre lustig, ja. So, jetzt gehe ich da hoch. Wo muss ich hinlenken? Hier, ja. Wunderbar. Aber... Also immer, wenn ich an der Kante stehe, lässt es los. Ich stehe hier an keine Kante mehr. Was ist das denn? So, dann könnte ich noch... Dich überall in die Luft pendeln. Nicht an die Kante, nicht an die Kante. Oh. Also... Gemein wäre es jetzt wirklich, wenn es eine von diesen Wänden wäre, wo ich das Radio raushalten muss, ne? Das wäre schon echt hinterlistig. Okay, bevor du damit anfängst, nein, ist es nicht. Nee, fange ich nicht damit an. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören sie keine Mensch, Olli. Nein, ich wollte das nicht. So,
Was gibt's für Möglichkeiten? Ich meine, ich muss ja darüber zu dem Würfel. Erstmal aktiviere ich jetzt die Plattform, so. Und zwar... Ah, das Fiese ist, ich muss, wenn die Kugel hier angerauscht kommt, muss ich schnell den Schalter drücken. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Oh. Jawohl, so. Jetzt dürfte sie auch nicht mehr kommen, ne? Jetzt hat sie halt ihr Ziel getroffen. Jetzt muss ich dieses scheiß Radio... Dreht sich, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, dreht sich auch nicht mehr. So, jetzt pass auf. Boing. Das tue ich mir nicht an, wenn das Ding jetzt hier runterfällt. Weil ich es wieder irgendwo über die Kante halte. Warte mal, was mache ich denn hier überhaupt? Vielleicht sollte ich erstmal vorher schauen. Ah, ich komme erstmal da runter, ne? Ja. Ich springe erstmal da runter. Und da konnte man auch keine Verbindung schaffen, wenn man mal oben war. Was soll's, ich habe gespeichert, ich nehme es mit. Nein! Was sagt denn die Zeit? Sage mal, gibt's ja gar nicht. Radio weg. Hups. Wir sind am Ende der Folge. Ich brauche ein bisschen Ruhe, deswegen. Es liegt jetzt da hinten. So. Wir machen hier Schluss. Und schauen, wie wir diesen Raum in der nächsten Folge lösen können. Mit Radio im Schlepptau und dann noch das Radio an die richtige Stelle bringen. Das wird ein Spaß. Und damit bis zum nächsten Mal. Während Sora noch ein bisschen vor sich hin singt. Ich sage Bye. Tschüss.